Es war der größte Skandal in der Geschichte der Bundesliga. In der Saison 1970-1971 konnte unsere Arminia nur wegen dreckigen Schmiergeldern die Klasse halten. Auf den ersten und hoffentlich letzten Skandal dieser Art schauen wir wie gewohnt nach dem Intro. Dieses Video wurde sich übrigens von einem Abonnenten des Kanals gewünscht. Also wenn du einen Vorschlag für ein Video hast, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche es im Rahmen meiner Fähigkeiten umzusetzen. Ja, die Saison 1970-1971. Absteigen mussten am Ende Rot-Weiß Oberhausen, Kickers Offenbach und Rot-Weiß Essen. Unsere Arminia stand am Ende der Saison auf Platz 14 und konnte die Klasse halten. Aber das nur wegen dreckigen Schmiergeldern, die unter Trainern, Spieler und Funktionäre bezahlt wurden. Insgesamt wurden 1,1 Millionen D-Mark Schmiergelder aufgedeckt. Mit beteiligt waren insgesamt 8 Vereine. Der FC Schalke 04, der 1. FC Köln, der MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, VfB Stuttgart, Kickers Offenbach und unsere Arminia. Das erste Spiel in diesem Skandal lautete FC Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld, entstand 0:1. Gegen den zumindest damaligen noch großen FC Schalke 04, der am Ende der Saison auf Platz 2 stand, konnte man mit 1:0 gewinnen. Natürlich dachte sich jetzt jeder, Mensch, der Kleine hat sich gegen den Großen aufgestemmt und hat mit Kampf und Leidenschaft gewonnen. Doch leider war es nicht so. Da der FC Schalke in der Tabelle gut stand, aber der Abstand zum FC Bayern nach oben zu groß war, verkauften sie dieses Spiel. Arminia zahlte insgesamt 40.000 D-Mark, 2.300 D-Mark an jeden Schalke-Spieler. Nur der Schalke-Torwart Dieter Burdenski hatte von allem nichts gewusst, da er zur nächsten Saison zum DSC Arminia wechselte. Der mit am meisten genannte Name in diesem Skandal ist Manfred Manglitz, Torhüter vom 1. FC Köln. Dieser kassierte des Öfteren Gelder, um Bälle durchzulassen, die er normalerweise mit ein bisschen Strecken gehalten hätte. Das erste Mal am 5. Mai 1971. Im Spiel seiner Kölner gegen Rot-Weiß Essen drohte er den Offenbach-Präsident Canellas am Telefon Tore zuzulassen, wenn er keine Zahlung in Höhe von 250.000 D-Mark bekommen würde. Das hätte natürlich negative Folgen für Kickers Offenbach gehabt, denn Rot-Weiß Essen war zu diesem Zeitpunkt direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Dank dieser Zahlung verlor Rot-Weiß Essen am Ende mit 2:3. Das gleiche zog er auch gegen Rot-Weiß Oberhausen durch. Endstand diesmal 4:2 für Rot-Weiß Oberhausen. Im Spiel Duisburg gegen Arminia nahm der Duisburger Kentschke 60.000 D-Mark an, um das Spiel zu verlieren. Da er aber nicht die komplette Mannschaft eingeweiht hat, gewann am Ende der MSV Duisburg mit 4:1 und Kentschke zahlte das Geld bis auf seinen Anteil wieder zurück. Am 33. Spieltag zahlte Arminia jeweils 15.000 D-Mark an 3 VfB-Spieler, um das Spiel zu gewinnen und dazu noch 25.000 D-Mark Nebenkosten an Geldboten. Arminia gewann das Spiel am Ende mit 1:0. Der 34. Spieltag hatte es dann natürlich nochmal richtig in sich. Arminia bot Eintracht Braunschweig im Spiel gegen Oberhausen eine Siegesprämie von 170.000 D-Mark an. Da das Spiel aber nur unentschieden ausging, wurden es nur 140.000 D-Mark. Nur. Beim Spiel Köln gegen Offenbach fragte der eben schon genannte Offenbach-Präsident Canellas den FC-Torhüter Manglitz, wie viel er für einen Sieg seiner Kickers haben möchte. Dieser forderte für sich und 5 weitere Mitspieler 100.000 D-Mark. Gebracht hat es nichts, denn Köln gewann am Ende mit 4:2. Und wieder Canellas. Dieser bot 2 Hertha-Spieler 140.000 D-Mark an, wenn sie gegen Arminia gewinnen. Ein Arminia-Manager wiederum hatte bereits schon 220.000 D-Mark für eine Hertha-Niederlage bezahlt. Tja, das kommt dabei raus, wenn zu viele Leute Mist machen. Bevor wir zu den bestraften Spielern, Manager, Vereine und Co. kommen, wie wurde das Ganze eigentlich aufgedeckt? Tja, Canellas selber war es. Der Mann, der selbst in diesem Skandal mit verwickelt war. Auf seinem 50. Geburtstag spielte er aus dem Nichts ein Tonband ab, auf dem zu hören war, wie Canellas bestochen wurde. Später wurde dann auch gegen ihn ermittelt, weil er auf ein Angebot einging und selber welche gemacht hat. Auch dem Deutschen Fußballbund wurde dieses Tonband zukommen lassen, die daraufhin die Ermittlungen eingeleitet haben. Insgesamt wurden 52 Spieler, 2 Trainer und 6 Vereinsfunktionäre bestraft. 15 Spieler vom Hertha BSC, 3 Spieler vom VfB Stuttgart,
12 Spieler von Schalke 04, 2 Spieler vom MSV Duisburg, 16 Spieler von Eintracht Braunschweig, 1 Spieler vom 1. FC Köln, 2 Spieler und 1 Trainer von Arminia, 1 Trainer und 1 Funktionär von Rot-Weiß Oberhausen und 5 Funktionäre von Kickers Offenbach. So, dann wären wir am Ende von diesem Video angelangt. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Ist ja mal ein bisschen was anderes, dass ich über solche Themen spreche. Und wie schon am Anfang gesagt, wenn ihr Videovorschläge habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann zwar nicht innerhalb von 2-3 Tagen umsetzen, aber ich gebe mir auf jeden Fall beste Mühe dabei. Dann würde ich das Video auch an dieser Stelle beenden. Lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne sage ich, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!